in eine kleine, gemeine Kampfmaschine. Herzlich willkommen. Nach langer, langer Zeit gibt es mal wieder ein Call of Duty Video von mir. Die Menge tobt. Der Otto hat sich in die Schlacht geworfen, die offene Beta von Call of Duty Vanguard ist gestartet und hier bekommt ihr einen kleinen, unterhaltsamen Einblick, was uns Gamer erwartet und wie der Otto das Ganze bewertet. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ups, falscher Krieg. Nee, in Vietnam sind wir ganz falsch. In Vanguard geht es noch weiter zurück in der Zeit und wir finden uns auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs wieder. Das Setting war schon bekannt und stieß nicht bei allen Gamern auf Gegenliebe. Ich wiederum habe überhaupt kein Problem damit, wenn es denn gut umgesetzt ist. Wie gerne erinnere ich mich an die Schlachtfelder von Medal of Honor Frontline zurück. Ich denke, dem ein oder anderen wird die Reihe noch etwas sagen. Doch zurück zu Call of Duty. Seit dem 16. September können sich alle PlayStation-Spieler und die Xbox- und Battle.net-Vorbesteller seit dem 18. September auch alle anderen Gamer ein Bild von dem kommenden Shooter machen. Das Ganze sollte eigentlich am 20. September enden, wurde jetzt aber doch bis zum 22. verlängert. Was ist in der Beta spielbar? Zur Auswahl stehen verschiedene Mehrspieler-Modi, darunter sind Klassiker wie Team Deathmatch, Abschuss bestätigt oder auch Suchen und Zerstören. Mit Patrouille bekommen aber auch die alten Hasen einen neuen Modus präsentiert. Dieser spielt sich ganz launig, ihr müsst eine Zone halten, die sich nur weiter bewegt, wenn sich Spieler eurer Mannschaft darin befinden. Kontrollieren gegnerische Spieler die Zone, bewegt sie sich wieder in die andere Richtung. Sehr gut gefällt mir auch Champion of the Hill. Hier müsst ihr im Duo in kurzen, knackigen Runden gegen zwei andere Spieler antreten. Werdet ihr gekillt, verliert ihr einen eurer 12 Punkte. Umgekehrt leiden eure Gegner, wenn ihr sie erledigt. Nach ein paar Minuten ist die Partie zu Ende und ihr bekommt ein anderes Team als Gegner. Wer keine Leben mehr hat, ist raus. Zwischendurch dürft ihr mit erspielten Punkten einkaufen, euch so etwa bessere Waffen beschaffen oder mit Perks ausrüsten. Das macht wirklich eine Menge Fun, man freut sich über jeden einzelnen Kill und es spielt sich für mich wesentlich taktischer als die hektischen Multiplayer-Maps. Vor allem als eingespieltes Team mit einem Kollegen hat dieser Modus mächtig Potenzial. Your Mac friend, Brent Rambo. Am Wochenende konnte man Champion of the Hill dann auch noch alleine oder im Trio spielen. Für Freunde des Multiplayer-Part ist also für Abwechslung gesorgt. Von der Kampagne oder auch dem neuen Zombie-Modus bekommen wir dagegen nichts zu sehen. Waffentechnisch wird uns auch einiges zum Ausprobieren bereitgestellt, natürlich alles aus der Zeit um 1945. Die Auswahl ist groß, muss aber erst nach und nach freigespielt werden. Dies gilt auch für die entsprechenden Aufsätze, Perks und so weiter. Allerdings wird euer Fortschritt in der Beta nicht in die finale Version übernommen, alle Spieler werden bei Erscheinen also erst einmal wieder bei Null anfangen müssen. No! No, no, no! No! Die Maps spiegeln natürlich Settings aus dem Zweiten Weltkrieg wider. Wir kämpfen im zerstörten Paris, auf den Dächern eines altertümlichen Hotels, in einem in den Bergen gelegenen Chalet und auch das verschneite Russland wird besucht. Nichts wirklich atemberaubendes oder Neues, aber man kann den Zweiten Weltkrieg halt auch nicht neu erfinden. Kommen wir zur Grafik. Diese reißt nun wirklich keine Bäume aus, das muss man ganz deutlich sagen. Klar, der Blick auf das zerstörte Paris sieht im ersten Moment schon stimmig aus, doch ganz ehrlich, auf der PlayStation 5 hätte ich mehr erwartet. Schaut euch die Gesichter eurer Mitspieler an. Das ist nicht schön, das ist gar nicht schön. Sehr schade, optisch hätte ich da wesentlich mehr von Sledgehammer erwartet. Dafür läuft das Game aber flüssig, der Verbindungsaufbau klappte auch überraschend reibungslos und ich wurde kein einziges Mal aus der Partie geworfen. Die Server laufen also schon mal rund. Doch kommen wir jetzt zum Allerwichtigsten. Wie spielt sich das alles? Nun, eins vorweg, ich bin überhaupt kein Call of Duty Experte. Ich bin mit Black Ops 4 erst in die Reihe eingestiegen, hauptsächlich wegen des Battle Royale Modus. Modern Warfare und auch Cold War habe ich gerne gezockt. Und an diesen werde ich Vanguard messen. Erwartet aber bitte keine professionelle Expertise. Des Weiteren muss bei allem berücksichtigt werden, dass es sich um eine Beta-Version handelt. Das heißt, es kann sich bis zum Release noch ändern.
Da dieser jedoch schon in 2 Monaten, genauer gesagt am 5. November ist, bin ich mal gespannt, ob die Entwickler bis dahin die größten Kritikpunkte angehen können. Generell habe ich den Eindruck, das Gameplay ist etwas langsamer geworden. Das ist Geschmackssache, ich komme damit ganz gut klar. Das Trefferfeedback gehört wie immer zum Besten, was die Shooterlandschaft zu bieten hat, ist aber nicht mehr so überzeugend wie in den Spielen davor. Auch die Steuerung weiß zu überzeugen. Dafür enttäuscht der Sound auf ganzer Linie. Steps der Gegner sind kaum bis gar nicht zu hören, die Waffen klingen längst nicht so kraftvoll wie in den Vorgängern, generell macht die Soundkulisse insgesamt einen seltsam gedämpften Eindruck. Der Sound ist neben der Grafik mein mit Abstand größter Kritikpunkt der Beta. Eine Neuerung ist die zerstörbare Umgebung. Wände aus Holz lassen sich zerstören und anfangs kostet das schnell einmal das Leben. Mit der Zeit weiß man dann aber, an welchen Stellen man darauf achten muss. Einen großen spielerischen Einfluss hat das groß angekündigte Feature nicht. Die Maps und Modi spielen sich wie von der Reihe gewohnt angenehm flott. Die gezeigten Locations bieten sowohl Sniper-Fans die Gelegenheit, fleißig Headshots zu verteilen, als auch Freunden der Pumpgun die Chance, ihre Feinde aus nächster Nähe zu erledigen. Es wird viel auf engem Raum gekämpft und die Granaten und Kugeln fliegen einem nur so um die Ohren. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Die Waffen spielen sich abwechslungsreich und lassen sich wieder mit allerlei Aufsätzen modifizieren. Für Bastler, die wirklich das letzte Quäntchen an Leistung herauskitzeln wollen, ein Fest. Und schnell kommt man wieder in den geliebten Flow, wenn man dann mal Kill an Kill reiht. Die Partien machen also durchaus Spaß. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Spaß macht mir aber auch Cold War. Und dafür muss ich nicht nochmal 70 Euro blechen. Was sagt der Otto nun abschließend nach dem Zocken der Beta? Wird das Teil ein Pflichtkauf? Nee. Nein, also ein Pflichtkauf wird Vanguard für mich nicht werden. Das steht nach dem ausgiebigen Spielen der Beta fest. Grafisch hat sich nicht wirklich etwas getan, in manchen Momenten empfinde ich das Game in visueller Hinsicht den Vorgängern Modern Warfare und Cold War sogar unterlegen und das Sounddesign enttäuscht auf ganzer Linie. Die Partien lassen aber schnell Spaß aufkommen, neue Modi versprechen Abwechslung und da kommt ja auch noch die Kampagne plus der Zombie-Modus. Ein schlechter Shooter wird Vanguard mit Sicherheit nicht, doch muss ich erst noch zeigen, ob das Gesamtpaket dann doch genügend Anreiz bietet, auch in diesem Jahr wieder mitzuballern. Die von mir genannten Kritikpunkte sind für mich jedenfalls ausreichend, die weitere Entwicklung des Titels zu verfolgen, erst einmal aber von einem Kauf abzusehen. Das war jetzt meine Meinung, ich bin sehr gespannt, wie euer Eindruck von der Beta in Call of Duty Vanguard ist. Seid ihr zufrieden? Werdet ihr euch den Titel direkt zu Release zulegen? Oder habt auch ihr Kritikpunkte, die euch noch zweifeln lassen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Otto Normalo. Kampfmaschine, ich! Ich bin eine Kampfmaschine. Ich bin eine kleine, gemeine Kampfmaschine.